Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Berlin Tag und Nacht. Folge 2332, Jade schiebt morgens Frust, denn der eintönige Alltag mit Schmitti gibt ihr zunehmend zu denken. Auf der Arbeit gerät sie prompt mit dem ebenfalls übel gelaunten Rick aneinander, dem es zu schaffen macht, dass JJ ihn unverhofft im Stich gelassen hat. Doch dann gelingt es den beiden, sich zusammenzuraufen und sie beschließen, einmal Urlaub vom Alltag zu nehmen. Auf ihrer amüsanten Tour stoßen sie zu einer Gruppe feiernder Junggesellinnen, die eine Privatvorstellung der Sixpacks ergattern konnten. Jade trifft dabei auf die lebhafte Lena und ist sofort von ihr fasziniert. Nach einem bunten Partyabend überkommt es Jade in einem alkoholgeschwängerten Moment und sie küsst Lena impulsiv, ohne zu ahnen, was sie damit für eine Lawine ins Rollen gebracht hat. Folge 2333, Dean ist total überfordert, einerseits ist er froh, sich wieder mit Olivia versöhnt zu haben, andererseits plagt ihn das schlechte Gewissen, weil er mit Amelie geschlafen hat. Als er mitbekommt, wie sehr Amelie sein Liebes-Comeback mit Olivia verletzt, befürchtet Dean alarmiert, dass sie die Wahrheit ans Licht bringen könnte. Deswegen appelliert er verzweifelt an sie, ihr kleines Geheimnis für sich zu behalten. Dean fällt ein Stein vom Herzen, als Amelie trotz ihres Schmerzes dicht hält. Während er sich beruhigt wieder Olivia widmet, zerstreitet sich Amelie mit Lynn, denn diese findet, dass Dean sehr wohl Rache verdient hat. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Berlin Tag und Nacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.